Giuseppe, Gaily, amigo, he freely and toe for toe, arm in arm and on he go, up for Mary's wedding. Servus und herzlich willkommen bei meinem neuesten, aktuellsten und extrem frisch jungenstensten YouTube-Video. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt einzuschalten. Heute werde ich eine alte Kredenz, ich schätze 60er Jahre, herrichten für meine Sommerküche, die ich jetzt irgendwann schon langsam zwischendurch mache. Es ist immer gut, etwas Abwechslung zu haben, daher richte ich jetzt diese Kredenz her. Wir nehmen jetzt die alte Farbe ab mit einem Heißluftföhn. Hierzu gibt es verschiedene Methoden. Auch habe ich zuvor die Dürl herausgenommen und die Einlegeböden. War nur einer. Es gibt noch einen Oberteil, aber zuerst richte ich den her. Und diese Folie geht auch schön herunter mit dem Heißluftföhn, aber das werde ich euch gleich zeigen. Eine Maske wäre auch nicht schlecht. Mir ist schon etwas schwindelig. Ich habe das Fenster jetzt aufgemacht, dass frische Luft hereinkommt. Aber ja, irgendwie werde ich das schon aushalten. Ich habe das schon alles jetzt abgebeizt. Diesen Fleck habe ich jetzt gelassen, damit ich euch die drei Versionen zeigen kann, mit denen es am besten geht. Geben wir es an. Das sind die drei Werkzeuge. Sowas wird nicht jeder zu Hause haben. Das schon eher und das auf jeden Fall. Also fangen wir an mit einem Farbabzieher. Zuerst heiß machen, dass die Farbe Blasen schlägt. Und dann kann man so schön die Farbe abnehmen. Dann mit dem Stemmeisen. Mit dem Stemmeisen geht es schon deutlich besser. Am allerbesten finde ich es mit der Spachtel. Jetzt noch hier diese Folie, geht so sehr schwer herunter. Mache ich eine größere Fläche warm und dann geht das relativ schön herunter. Dieser Geruch ist auch nicht angenehm, also es ist wahrscheinlich nicht gerade die gesündeste Arbeit. Jetzt werde ich zuerst den Unterteil alles farbfrei machen, grob mit einem 60er oder 80er Papier alles schleifen und dann kommt ja erst hervor, wie groß der Schaden eigentlich ist, was hier alles geleimt werden muss. Dann werde ich alles leimen, ausflicken, gewisse Stellen, die zerbrochen sind, ausstemmen, was einflicken. Und dann werde ich erst den Oberteil abbeizen. Denn wenn ich das jetzt gleich machen würde, ich glaube, ich halte das dann nicht aus vom Pst. Und wie gesagt, jetzt kommen die ganzen Schwachstellen zum Vorschein. Das hier muss geleimt werden. Hier muss geleimt werden, komplett zerbrochen. Rückseite natürlich gleich gebrochen wie die andere. Ist ja logisch bei so einem dünnen Brett. Dann hier sind die Dürl. Hier muss auch die Farbe abgetragen werden. Jetzt habe ich alles mit 80er Papier vorgeschliffen und dann sieht man natürlich die Probleme, die dieses Kästchen hat. Zuerst wollte ich es ja farblos lassen. Dadurch, dass es zu viele Fehlerstellen hat, werde ich es mit einer Farbe streichen. Welche Farbe wird sich zeigen? Vielleicht eher dunkler? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieses Kästchen ursprünglich nicht sehr hochwertig gearbeitet worden oder schon hochwertig, aber es wurde im Nachhinein ein wenig gepfuscht. Zum Beispiel, jetzt liegt es verkehrt, aber das ist die Arbeitsplatte quasi, das ist oben. Hier wurde seitlich, die Platte war hier mal länger, wurde weggeschnitten. Das war eine einseitige Gratfeder. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Eine einseitige Gratfeder hat jetzt auf der einen Seite einen Grat und auf der anderen Seite ist es gerade. Versteht ihr das? Hier ist die gerade und innen ist die schräge.
und somit hält das hier jetzt nicht gut. Also dieser Quersteg hält es zusammen. Daher sieht das nicht sehr schön aus. Das war mit Farbe gefüllt. Jetzt hat man das nicht richtig gesehen. Das Holz war auch nicht ganz trocken, wie es verwendet worden ist. Denn hier sieht man, hier ist es zusammengetrocknet. Und das hat den Boden auch mitgenommen beim Trocknen und hat ihn gespalten. Also hier war das Brett sowieso verleimt oder nur stumpf. Nein, das war nur stumpf ohne Leim. Und es ist zusammengetrocknet. Und das hat natürlich diverse kleine Fehler überall hinterlassen. Hier herunten, das könnte ein anderes Problem sein, dass er einmal in einer Feuchte gestanden ist. Sieht mir hier sehr danach aus. Hier ist es ein wenig abgemorscht. Aufgrund dieser Fehler habe ich mich unterm Schleifer dazu entschieden, dass ich diesen Kasten mit Farbe streiche. Und somit werde ich nicht mit Knochenleim und so arbeiten, sondern ich werde hier mit BU-Leim werde ich das auffüllen und zusammenzwingen. Denn ansonsten wäre es ein wenig zu aufwendig für diese Kredenz. Aber ich zeige euch das, wie ich mir das vorstelle. Mir ist sogar ein Reim eingefallen. BU-Leim hier, BU-Leim da und der Kredenz wird wunderbar. Ja, sowas ist mir nebenbei eingefallen. Das ist ja ein Weltwunder, das 9. oder das 8. irgendeines. Hier BU-Leim hinein. Innen macht dasselbe. Und jetzt setze ich ohne Beilage einfach eine Zwinge an, denn der wird sowieso noch feiner gepfiffen. Jetzt lasse ich das mal trocknen. Hier unten gibt es noch was, was ich ausflicken muss und hinten werde ich bei den Türen dabei weiter tun. Wenn so der Leim vorschaut, bin ich einfach mit dem Stemmeisen hier so durchgefahren und habe den überschüssigen Leim weggekratzt. Habe dann hier nochmal gegeben eine Zwinge und einen Leim, weil hier auch noch ein Riss war, habe ich festgestellt. Jetzt werden wir das Fach leimen. Das hat hier durchgehend einen Riss und hier, also durchgehend nicht, der eine bis hier und der andere geht bis fast Mitte. Das ist hier geleimt gewesen, dieses Teil, und hier ist es geleimt. Also es sind drei Teile. Also dieser Riss hier ist im Nachhinein entstanden. Somit ist hier kein Leim drinnen. Jetzt kann ich mit einem ganz normalen Weißleim leimen, denn der hält sich an, weil hier ja nur Holz ist. Also wenn jetzt hier Knochenleim oder ähnliches drinnen wäre, würde der Weißleim hier nicht funktionieren. Mit dem Stemmeisen gebe ich das ein wenig auseinander. Dann wische ich das so hinein. Auf der anderen Seite mache ich dasselbe, denn es soll ja nicht nur bis Weihnachten halten, sondern eventuell Ostern. Jetzt setze ich eine Zwinge hier an, damit das bündig bleibt, relativ locker. Und hier die zweite, auch relativ locker, dass ich es schön zusammenziehen kann. Backel muss ich hier keine geben. Wenn ich das Holz verletze ein wenig, das wird sowieso geschliffen, aber ich gebe nicht viel Druck. Immer greifen, ob es bündig ist. Ansonsten diese Zwingen ein wenig anziehen, passt. Und zur Sicherheit noch eine zweite Zwinge. Dann nehme ich mir irgendein Abfallstück und gebe den überschüssigen Leim gleich weg. Ganz sinnvoll auch mit einem feuchten Tuch den Leim wegwischen. Das stelle ich jetzt in Ofennähe und in 10 Minuten ist das eigentlich wieder trocken. Aber so einen Stress haben wir ja jetzt nicht, dass ich in 10 Minuten schon weiter muss. Jetzt werde ich mir diesen Arbeitstisch richten, denn als nächstes werde ich die Schubladen restaurieren. Und da ist es immer gut, wenn man einen stabilen Untergrund hat. Am besten wäre natürlich, das auf der Hobelbank zu machen, wäre mir am liebsten. Aber zur Hobelbank kann ich leider nicht hingehen, da alles verstellt ist. Da müsste ich zuerst die Werkstatt fertig machen. Aber ich brauche ja Ablenkung, haben wir gesagt. Jetzt werden wir eine Lade herrichten, da werdet ihr von Anfang bis zum Ende dabei sein. Und dann ist die Lade quasi streichbereit. Ah, das Fenster werde ich noch öffnen, denn der Gestank ist nicht lustig. Jetzt Heißluftföhn, diese ganze Folie einmal erwärmen. Also wenn Essen auch so riechen würde wie diese Folie, dann wäre ich schlank.
Bei Solarherrichtungen zahlt es sich immer aus, den Boden herauszunehmen. In dem Fall war er sogar gar nicht mehr ganz vorne, sondern ist über die Jahrzehnte nach hinten gerutscht. Hier ist es immer sinnvoll, einen Nagel zu geben oder Holznagel. Dann kann alles in alle Richtungen arbeiten und sowas kann nicht passieren. Man kann es auch hier vorne leimen, einen Punkt, aber das ist nicht sinnvoll. Dann wäre das, was wir jetzt machen, ein zerstörerischer Akt. Und so war das jetzt überhaupt kein Problem. Die Griffe sind alle schon relativ kaputt. Das heißt, die werden wir nicht mehr nehmen. Wir werden neue Griffe montieren. Und jetzt werden wir abbeizen. Abkehren, sonst habe ich eine Nachrede bezüglich der Unordnung. Jetzt schleife ich alles mit einem 80er Papier vor. Diese Kanten hier breche ich etwas mehr und auf der anderen Seite schleife ich hier auch etwas mehr. Es ist sehr streng in die Nut gegangen. Das muss nicht sein. In die Ecke, wo ich schlechter hinkomme, so wie hier, nehme ich diesen Dreieckschleifer oder keine Ahnung, wie der genau heißt. Der Anschluss bei dem Teil hier ist etwas blöd. Da geht der Schlauch bei jeder Bewegung herunter. Jetzt so aufgrund des eigenartigen Absaugungsanschlusses schleife ich mit der Maschine immer ohne Absaugung. Jetzt habe ich alles mit dem Hupfer noch mit dem 120er geschliffen. Jetzt noch Kanten brechen und ein wenig nachschleifen. Jetzt kommt die Bodenplatte wieder rein. Die Abplattung natürlich nach unten. Die letzten 5 mm muss ich hineinklopfen, immer seitlich mit dem Hammer, dann mache ich hier keine Verletzungen. Jetzt ist das hier unten schön dicht und unten auch und man kann wieder was reinlegen in die Lade, ohne dass es durchfällt. Ich gebe 2 Schrauben, denn wenn man irgendwann das wieder restauriert und man muss den Nagel rausziehen, richtet man auch recht viel Schaden an. Was aber wichtig ist, ich nehme hierzu so alte Schlitzschrauben. Ich finde, dass hier Kreuz oder Torx nicht passen. Und fertig ist die Lade. Die wartet jetzt auf den Anstrich. Ja, da habe ich die Ecken nicht ordentlich, Kanten gebrochen. So, jetzt gehen wir es mit den Türen an. Hierzu schraube ich einmal das alte Schloss herunter. Hier fehlt der Schlüssel. Das heißt, ich muss schauen, ob ich so ein Schloss noch besorgen kann. So ein kleines. Da würde ich eigentlich nur einen Schlüssel brauchen. Mein Großvater hat mir solche immer zugefeilt. Muss ich schauen, wo ich das mache. Das ist auch eine Schlitzschraube, denke ich. Sind Schlitzschrauben. Ich habe nur Glück, dieser kleine Elektrikerschraubenzieher passt hier. Zum Glück habe ich da zuerst die Farbe heruntergegeben, bevor ich herum mit Gewalt getan hätte, weil ich wäre eigentlich schon davon ausgegangen, dass es sich hier um Nägel handelt. Und so sieht das aus. Die letzten Zentimeter sind angebrochen. Den Falz muss ich noch ausentlacken.
Jetzt werde ich das grob schleifen mit einem 80er. Und dann werden wir es reparieren, denn ein paar Leimprobleme sind hier. Also wo Risse sind und dergleichen. Aber das werden wir gleich sehen. Also hier ist zwar Luft, aber dieser Zapfen hält noch gut. Das sieht auch gut aus. Hier, da werde ich Leim hineingeben. Auch hier, hier auch, wo es so locker aussieht. Dieses Loch hier werde ich auch auffüllen. Und auch hier ist der Schaden schon sichtbar. Auch das werde ich mit BU-Leim machen. Das vereinfacht die Arbeit sehr. Und hier ist ja nur so eine Sperrholzplatte, eine dreischichtige. Mit Mochenleim muss man sich hier nichts antun. Und vor allem, diese Luft wird gleich aufgefüllt mit dem BU-Leim. Für solche Sachen ist das sehr gut. Und ein bisschen windschief ist es auch. Jetzt habe ich aber keine kleinen Zwingen mehr, jetzt müssen wir das Fach ausspannen. Servus, liebe YouTube-Gemeinde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oder es ist der Schluss vom Video, das wissen wir eigentlich gar nicht. Nadja, weißt das du? Ist das der Schluss oder der Anfang? Werden wir sehen. Okay, ich hoffe, dieses Projekt hat euch gut gefallen. Es ging hoffentlich um Holz, denn wir wissen, Nadja, um was geht es genau in diesem Projekt? Das werden wir sehen. Okay, dann sagen wir Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Und falls das nicht der Schluss des Videos ist und es sollte der Anfang sein, dann sagen wir, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo, schaut zu jetzt beim Video. Oder dreht ab, weil es aus ist. Keine Ahnung.